Nürnberg am Abend des 24. April 1438. Wer in die Stadt will, muss sich beeilen. Wenn die Dämmerung einsetzt, werden die Tore geschlossen. Konrad und Margarete, Bauern aus Winkelheid, sind 5 Stunden durch den Laurentiwald gelaufen, um das wichtigste Ereignis im Jahr nicht zu verpassen. In die Stadt gelangt man heute leichter als sonst. Die Wachen sind angehalten, die Ordnung zu wahren, sonst aber den Strom der Hineindrängenden nicht zu behindern. Die Straßen der Reichsstadt Nürnberg sind voller Menschen. Auch die Nürnberger selbst hält es nicht zu Hause. Einmal im Jahr, immer am zweiten Freitag nach Ostern, werden in Nürnberg heiligmäßige Gegenstände öffentlich gezeigt. Das hat der Rat so angeordnet. Morgen wird es soweit sein. Darum sind die vielen Menschen in der Stadt. Dafür haben sie die Mühen einer Reise auf sich genommen. Der Rat hat die Sperrstunde aufgehoben. Schenken und Verkaufsstände haben noch nach Einbruch der Dunkelheit geöffnet. Händler bieten Amulette und Rosenkränze, auf Papier gedruckte, farbig ausgemalte oder einfarbige Abbildungen zum Kauf. Schön, was kostet die? 2 Gulden. Konrad und Margarete haben gespart, doch können sie sich nur den einfarbigen Holzschnitt mit Herz-Jesu-Bildchen leisten. Es soll sie daheim in Winkelheid nicht nur an das Fest der Heiltumsweisung erinnern, die wundertätige Kraft der gezeigten Gegenstände soll auf das Bildchen übergehen und sie beschützen. Was soll das für ein Holz? Eichenholz. Auf den Besucheransturm ist der Rat der Stadt gut vorbereitet. Er weiß, dass das Fest nicht nur Fromme und Gutwillige anzieht. Zusätzlich angeworbene Stadtknechte sorgen dafür, dass kleinere Auseinandersetzungen nicht eskalieren. Die Heiltumsweisung soll in aller Ordnung und Feierlichkeit stattfinden. Zu diesem Anlass gibt der Rat dieses Heiltumsbüchlein heraus. Naja, wohl eher ein Heft. Darin ist zu sehen, was an diesem Tag dem Volk an heiligen Gegenständen vorgeführt wird. Die Kaiserkrone, das Zepter, das Schwert Karls des Großen und die heilige Lanze. Mit ihr soll der römische Hauptmann Longinus den Leib Christi am Kreuz durchbohrt haben. Unendlich kostbare und heilige Dinge, die hier hinter den Mauern Nürnbergs verwahrt werden. Deshalb ist es ganz wörtlich gemeint, wenn Nürnberg als des Reiches Schatzkästlein bezeichnet wird. Mit Zähigkeit und Geschick hatte der Nürnberger Rat Kaiser und Papst die Erlaubnis abgerungen, die Reichskleinodien und Reliquien in der Öffentlichkeit zeigen zu dürfen. Niemand kann den Nürnbergern nun verbieten, daraus auch noch ein Fest zu machen. Feierliche Einladungen ergehen alljährlich an Fürsten und Herren, Äbte und Prälaten, diesem hohen Schauspiel beizuwohnen und es damit zugleich aufzuwerten. Söhne der vornehmsten Familien der Stadt übernehmen zusammen mit schwer bewaffneten Stadtsoldaten das Schutz- und Ehrengeleit für die kostbaren Heiltümer. Auf dem eigens errichteten Schaugerüst am Hauptmarkt stehen sie herausgehoben über dem Volk. Ganz oben auf dem Heiltumsstuhl dürfen die höchsten kirchlichen Würdenträger unter den geladenen Gästen, Äbte, manchmal sogar Bischöfe, der Menge die Reliquien zeigen.
Vom Anblick der Heiltümer erhoffen sich die Menschen Heil und Segen, Schutz vor Schaden und Krankheit und nicht zuletzt den Ablass ihrer Sünden. Ein herzliches Lobred zu tun von dem hochwürdigsten. Ein Heiltumsschreier verkündet mit lauter Stimme, was die Stadt ihren Besuchern vorweisen kann. Dass man euch alles mitsamt anderen widrigen Stücken in merklicher Anzahl weisen wird. In drei Durchgängen werden die Heiltümer gezeigt. Das Tuch Christi. Reliquien heiliger Apostel, Johannes des Täufers und der heiligen Anna machen den Anfang. Danach kommen mit der Reichskrone und dem Reichsapfel die nicht minder heiligen Insignien der Herrschaft über das Reich. Die Reichskrone. Der Reichsapfel. Das Schwert. Denn auch das Reich ist heilig. Sein Herrscher, der Kaiser, von Gott selbst eingesetzt. Die Zeichen seiner irdischen Gewalt sind Ausdruck der göttlichen Gerechtigkeit und daher heilig und verehrungswürdig. Danach das Heiligeisen des Speers. Im dritten Umgang schließlich die heiligsten Reliquien. Allesamt lassen sie sich unmittelbar auf Jesus Christus zurückführen. Das kostbarste überhaupt, die heilige Lanze. Wie sie einst den Leib des Herrn durchbohrt hatte, wurden mit ihr zuvor auf Anordnung des Rates die tausenden Heiltumszettel durchstoßen, die überall verkauft werden. Neben den Bildchen sind die viel teureren Spiegel aus Italien große Mode. Gelingt es, damit das Abbild der Heiligtümer einzufangen, überträgt sich auch auf die Spiegel die wundertätige Kraft. In Vater, Unser und Maria. Nach kaum einer halben Stunde ist alles vorbei. Ein ganzes Jahr wird es dauern, bis die Heiltümer wieder gezeigt werden und ihre wundertätige Kraft öffentlich entfalten. Segensreich für Nürnberg sind sie jedoch das ganze Jahr hindurch. Wegen der Hussitenkriege hatte Kaiser Sigismund die Reichskleinodien 1423 nach Nürnberg bringen lassen. Auf ewiglich und unwiderruflich. Hier sollen sie bleiben. Nur zu den Krönungen müssen die Nürnberger sie herausgeben. Ein unerhörter Glücksfall. Denn bislang gab es in Nürnberg nichts, worauf man hätte stolz sein können. Keinen Märtyrer, keinen heiligen Bischof, keinen Kaiser. Nun aber ist Nürnberg berühmt und beneidet im ganzen Reich. Die Haltungsweisung ist Ausdruck des Stolzes der Nürnberger und Bekenntnis zum Reich. Aber die Nürnberger machen auch ein Geschäft daraus. Verbunden mit der Haltungsweisung ist ein 14-tägiger Markt. Hochstehenden Gästen gestattet der Rat übrigens, sich die Heiltümer auch privat unterm Jahr vorführen zu lassen. Die können dann gar nicht mehr anders und das kostet dann richtig Geld. Alle Einnahmen verbleiben bei der Stadt. Ruhm und Gewinn zugleich. Der sogenannte innere geheime Rat der Stadt Nürnberg besteht aus 7 Ratsherren. Sie führen Buch über alle öffentlichen Einnahmen und Ausgaben der Stadt. Sie bilanzieren auch den Gewinn, den die Heiltumsweisung der Stadt gebracht hat. Einen Teil des Gewinns geben die Ratsherren an mildtätige Stiftungen und sorgen dafür, dass das auch bekannt wird. Ihre stattlichen Gehälter zahlen sie sich selbst aus. Die 7 Mitglieder des Inneren Rates, ausschließlich Patrizier, sind die Regierung der Stadt. Die Herren über Wohl und Wehe, Leben und Tod. Auf den zu besetzenden Posten im Rat wechseln sie sich in dichtem Turnus ab. Kontinuierlich verfolgen sie das Ziel, die Wirtschaftskraft Nürnbergs auszubauen. Was sie bei ihren Entscheidungen immer mitbedenken, ist das Ansehen Nürnbergs in der Welt. Das ist der Aufhänger der Steuer für die hochwürdigsten Kreise.
Das ist. Mit dem verbliebenen Teil der Einnahmen aus der Haltungsweisung können sie ein Problem angehen, das dringend gelöst werden muss. Die sichere Aufbewahrung der Reichskleinodien in der Heiliggeistkapelle des neuen Spitals. Zunächst geben sie eine mit Silber gefasste Truhe in Auftrag, die zur Aufbewahrung der Reichskleinodien dienen soll. Rautenförmige Bänder halten Silberplättchen, die abwechselnd die beiden Nürnberger Stadtwappen, das gespaltene Adler- und Schrägbalkenwappen und den Jungfrauenadler zeigen. Die Unterseite der Truhe bedeckt eine Malerei, die ein Bild der Heiligen Lanze und die Reliquie eines Spahns vom Kreuz Christi zeigt. Sie verweist auf die Heiligsten der in der Truhe verwahrten Schätze. Für die sichere Verwahrung installieren die besten Handwerker der Stadt einen komplizierten und mit mehreren Sicherungen versehenen Aufzugsmechanismus auf dem Dachboden über dem Chor der Heiliggeistkirche. Durch ein Loch im Gewölbe ist der Heiltumsschrein an goldenen Ketten das Jahr über aufgehängt. Für alle sichtbar und doch unerreichbar. Damals war ein gutes Dutzend Schlüssel nötig, um all die Türen, Sperren und Riegel und schließlich den Schrein selbst öffnen zu können. Diese Schlüssel sind auf die Ratsherren und beeidete städtische Beamte verteilt. Nur wenn alle Schlüssel vor Ort sind, kann der Schrein herabgelassen und geöffnet werden. Dieser Versperr wird rasch zu einer vielbesuchten Attraktion Nürnbergs. Er zeigt die Kleinodien und verbirgt sie zugleich. Er dokumentiert und manifestiert die Einigkeit des Rates. Und er ist Beweis für die Kunstfertigkeit und den Erfindungsreichtum der Nürnberger Handwerker. Dass die Qualität Nürnberger Erzeugnisse der Stadt einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil bietet, weiß der Rat genau. Und deshalb tut er alles dafür, dass es so bleibt. Zwar hat der Rat der Stadt die platz- und energieverschlingenden Betriebe der Erzverhüttung weit weg in den Thüringer Wald verlegen lassen, doch qualmt und stinkt es immer noch in der Stadt. In die engen Gassen, besonders hier unten an der Pegnitz, legt sich tagsüber beißender Rauch. Nicht nur, weil es schön ausschaut, haben die Anwohner Blumenbretter vor den Fenstern, sondern um sich zu schützen gegen den Gestank aus den Schmieden, Messinggießereien, Gerbergruben und Textilfärbereien. Hier an der Pegnitz schlägt das gewerbliche Herz der Stadt. Jeder Winkel des Flussufers wird genutzt. Innerhalb der Stadtmauern drehen sich 67 Mühlräder. Gut 40 davon treiben Geräte der Metallverarbeitung an. 15 Jahre haben die Versuche gedauert, die Übertragung der Wasserkraft auf das Mühlwerk zu optimieren. Der Rat hat das Projekt gefördert, indem er Abgabenfreiheit gewährte. Schließlich gelingt es, mittels Wasserkraft Metall in feinen Draht zu verwandeln. Ein Wissen, das der Rat fortan hüten lässt wie ein Staatsgeheimnis. Niemand außerhalb der Stadt darf erfahren, wie sie in Nürnberg den Draht ziehen. Damit sie nichts verraten können, wird den Meistern und Gesellen der Drahtzieherwerkstätten verboten, die Stadt zu verlassen. Ihr Handwerk ist gesperrt, wie es heißt. Aus dem hier gezogenen Eisen- oder Messingdraht werden Nägel, Nadeln, Schnallen, Häkchen und Ösen hergestellt. Massenprodukte aus Nürnberger Hand. Draht benötigt auch das neue Handwerk der Papiermacher. Je feiner der Draht zu Sieben geflochten werden kann, desto feineres Papier können sie schöpfen, das dann auch zum Schreiben und Bedrucken geeignet ist. Musik.
Kippen, Hadern genannt, sind der Rohstoff, aus dem in Nürnberg mit Hilfe von Wasserkraft ein wässriger Brei gemahlen wird. Mit Sieben werden daraus einzelne Lagen, die späteren Blätter, geschöpft. Als der Buchdruck sich durchsetzt, lässt der Nürnberger Rat an der Pegnitz immer mehr Papiermühlen bauen, in denen die Bögen geschöpft, getrocknet, gepresst und geglättet werden. Papier ersetzt nicht nur das teure Pergament. Weil es bezahlbares Papier gibt, wird auch immer mehr in Briefen aufgeschrieben, in Büchern festgehalten, in Akten dokumentiert. Das fördert den Wunsch nach noch mehr Papier, das dann wieder beschrieben und bedruckt werden kann. Papier wird ein Massenprodukt, an dem auch die Nürnberger verdienen. Weder die Papierherstellung noch der Buchdruck sind Erfindungen aus Nürnberg. Eine fortschrittliche arbeitsteilige Produktionsweise macht aber einen frühen internationalen Bucherfolg möglich. Die mit 1809 Abbildungen versehene Schädelsche Weltchronik. Gesichertes Wissen verbindet sich mit Mythen, Sagen und biblischen Geschichten. Diese Chronik wird in einer lateinischen und einer deutschen Ausgabe hergestellt und in ganz Europa verkauft. Alles für den Export und den Erfolg der Stadt. Diesem Ziel haben sich auch die Nürnberger Handwerker unterzuordnen. Eine eigene Vertretung haben sie nicht in der Stadt. Handwerkerszünfte sind ausdrücklich verboten. Im Turm der Sebalduskirche lässt der Rat diese Uhr installieren. Mit der Uhr führt der Rat eine verbindliche Stadtzeit ein. Sie bestimmt fortan das öffentliche Leben, gibt vor, wann die Tore Nürnbergs geöffnet und geschlossen werden. Welche Stunde es geschlagen hat, kann der Turmwächter im Halbdunkel seiner Turmstube mit den Händen an den Noppen auf dem Ziffernblatt ertasten. Drüben auf dem Turm von St. Sebald schlägt der Turmwächter die Zeit vor. Hier auf dem Lorenzturm nimmt der Wächter das Signal auf und schlägt es nach. Und unten in den Werkstätten der Handwerker werden die Glockenschläge genau gezählt. Jetzt lässt sich feststellen, wie viel Arbeit in einer Stunde zu schaffen ist. Wie viel Messer geschliffen werden können, wie viel Draht gezogen werden kann. Leistung wird messbar. Die Uhr wird zum Taktgeber einer neuen Wirtschaftsordnung. Zeit wird Geld. In der Folge wird in Nürnberg immer besser und immer mehr produziert. Davon profitieren vor allem die Nürnberger Kaufleute und Handelsherren. Von ihren Kontoren liefern sie Nürnberger Waren nach ganz Europa und Übersee. Überall kennt man den Spruch, Nürnberger Hand geht durch alle Land. Die Krühn gehören als erfolgreiche Groß- und Fernhändler zu den ehrbaren Familien der Stadt. Was willst du denn? Geh raus und hilf mir draußen am Wagen. Hieronymus Krühn wird noch heute mit einem Warenzug nach Venedig aufbrechen. Eine lukrative, aber auch riskante Unternehmung. Die Krühn prüfen jedes Stück genau, bevor sie es für den Transport verpacken. Doch alles wird noch einmal kontrolliert von städtischen Beamten. Erst wenn diese nichts zu beanstanden haben, erhalten die Waren das städtische Beschauzeichen, sind sie freigegeben für den Export. Das gilt überall, wo Nürnberger Handel treiben. Hieronymus Krühn kann beruhigt aufbrechen, denn daheim wird sich seine Frau Anna um die Geschäfte kümmern. Nürnberg hat die Anzahl seiner Stadttore aus Sicherheitsgründen verringert. Nur die Stadttore, die den Warenzug gewährleisten, bleiben erhalten. Im Nordosten durch das Laufertor, nach Prag und weiter nach Sachsen, Polen und Russland. Durchs Tiergärtnertor im Nordwesten werden Waren bis nach Skandinavien gebracht. Im Westen zum Neutor hinausfährt, wer nach Würzburg, Frankfurt, weiter in die Niederlande oder nach Frankreich reisen muss. Im Südosten durch das Frauentor geht es über Regensburg bis nach Ungarn. Durchs Spittlertor im Südwesten nach Augsburg, weiter nach Italien oder nach Südfrankreich, Spanien und Portugal. Nürnberg ist mit allen Handelszentren auf kürzestem Weg verbunden.
12 europäische Fernstraßen treffen sich hier in Nürnberg. Nürnberg liegt im Zentrum Europas. Aus Erfahrung wissen das die Fernhändler, die Jahr aus, Jahr ein auf diesen Straßen unterwegs sind. In Nürnberg hergestellte Instrumente machen es möglich, diese Wege genau zu vermessen und zu Karten zusammenzufügen. Lage und Entfernung einzelner Städte von Nürnberg aus gesehen, aber auch untereinander, werden ganz exakt und in den richtigen Proportionen dargestellt. Die Weltlandschaft auf die Fläche eines Blattes Papier übertragen. Wer es nicht aus eigener Kenntnis weiß, erfährt hier aus der Karte, wie lange er unterwegs sein würde, wie lange es dauert, bis seine Waren ihren Bestimmungsort erreichen. Die ersten Straßenkarten Europas. Orientierungshilfe und ein Verkaufserfolg Nürnberger Verleger. Nach der Nürnberger Karte wird Hieronymus Grün genau 3 Wochen und 1 Tag bis Venedig brauchen. Wenn alles gut geht, wird sich die Reise lohnen. Dass Frauen wie Anna Geschäfte führen, wenn der Mann auf Reisen ist, wird allgemein anerkannt. Anna hat Lesen und Schreiben gelernt, sie kann rechnen, beherrscht die Buchführung des Unternehmens und kennt die Geheimnisse der Firma. In den kleinen Fässchen sind teure und wertvolle Gläser angekommen. Damit sie den Transport überstehen, wurde die zerbrechliche Ware sicher verpackt. Alles in Butter. Das geronnene Fett schützt die Gläser. Geschäfte mit diesen Spezereien, also besonders kunstvoll und aufwendig gestalteten Objekten, brauchen Zeit. Sie werden sortiert, aufpoliert und auf einem Tisch ansprechend drapiert. Dann müssen Interessenten geladen und Agenten für auswärtige Kunden informiert werden. Nichts von alledem geschieht ohne Wissen des Rates. Da ist auch bereits bestellter Schmuck, der an die Kunden weiter verschickt werden muss. Regelmäßig senden Auftraggeber teure Edelsteine, die von Nürnberger Goldschmieden in kostbaren Geschmeiden zu Preziosen gefasst werden. Anna muss alles sicher verpacken und mit dem Nürnberger Stempel versehen, als Beleg für die Steuer und als Qualitätsgarantie. Der Handel mit Schmuck floriert, weil es immer mehr zahlungskräftige Interessenten gibt. In den Nürnberger Goldschmieden werden Objekte mit verblüffender Genauigkeit gefertigt. Das Schlüsselfelder Schiff, Abbild eines hochseetauglichen Handelsseglers en miniature. Die Figuren, Seeleute, Söldner und Passagiere, erzählen, detailverliebt und realistisch dargestellt, vom Leben an Bord. Die Welt im Kleinen darzustellen, wird zu einer Spezialität Nürnberger Künstler. Herr Schürer, das Schiff schaut ja recht aufwendig und teuer aus. Was ist das für Material? Es sieht nach Gold aus, ne? Das ist aber nicht alles Gold, was glänzt. Es ist vergoldet, es ist Silber im Wesentlichen. Und warum ein Schiff? Das ist nicht das, was ich jetzt in erster Linie mit Nürnberg in Verbindung gebracht hätte. Vielleicht Venedig oder so, aber... Hängt sicherlich damit zusammen, dass Nürnberg in ein weit gespanntes Handelsnetz eingebunden war. Die hatten Verbindungen sowohl in den Norden, also zur Ost- wie auch zur Nordseeküste, aber natürlich auch nach ans Mittelmeer. Das hat seinen Platz auf der prächtig gedeckten Tafel zu bestimmten festlichen Gelegenheiten. Man kann das ganze Deck mitsamt den Aufbauten abnehmen und dann hat man ein Trinkgefäß. Woran erkenne ich, dass das aus Nürnberg kommt? Das würden Sie, wenn Sie um Silbermarken Bescheid wissen, daran erkennen, dass vorne an dem Segel eine kleine, winzige, aus dieser Entfernung eigentlich gar nicht recht einsehbare
Marke ein Stempel aufgeschlagen ist, der ein N zeigt. Ich habe Ihnen was mitgebracht, wo man so etwas besser sehen kann. Ja. Also wenn Sie. Dann schauen wir es uns auch an. Also dieses N. Dieses wurde eingeschlagen. Musste man das machen? Oder? Das musste man machen, aha. Ja. Das ist ganz obligatorisch. Sie sehen hier eine kleine Marke. Die darunter in der Mitte? Die in der Mitte, ja. Genau. Wenn Sie die mal anschauen wollen, dann sehen Sie ein rückläufiges N. Das ist seitenverkehrt eingeschlagen, hat noch die Frakturmerkmale, also der damaligen Schrift. Und das ist das Zeichen, dass das Silber in Ordnung ist. Aber es musste immer dieses Zeichen, kommt aus Nürnberg, ist aus Nürnberg, ist in Nürnberg gemacht. Ja, ja. Die Marken standen dann schließlich nicht nur für den richtigen Feingehalt des Silbers etwas, sondern tatsächlich auch für die Kunstfertigkeit derer, die dieses Material verarbeitet haben. Die Straßen sind unsicher. Auf der Rückreise verliert Hieronymus Grün alles. Raubritter. Die Muracher von der Burg Flügelsberg im Altmühltal überfallen seinen Warenzug. Das Leben lassen sie ihm, dem reichen Händler, um Lösegeld zu erpressen. Von seinen Waren nehmen sie, was sie brauchen können. Placker nennen die Nürnberger solche Raubritter wie die Muracher. Plackerei bedeutet, dass sie ohne Vorwarnung und ohne eine Fehde erklärt zu haben, die Warenzüge der Kaufleute überfallen. Die Ritter auf dem Land sind zu einer echten Gefahr geworden, die Strauchritter. Andererseits fühlen sich die Ritter von den Bürgern bedroht. Händler und Kaufleute haben Geld als Zahlungsmittel durchgesetzt. Die Ritter leben von Naturalien, Abgaben, die sie von ihren Bauern bekommen. Die neuen Luxusgüter können sie sich schon gar nicht mehr leisten. Die Ritter haben nichts zu verlieren, es geht um ihre Existenz. Dieser unkalkulierbaren Bedrohung muss sich der Rat stellen. Anna Grün ist verzweifelt. Sie muss ihren Mann freikaufen. 100 Gulden haben die Raubritter von ihr verlangt. Anna hat das Geld. Und was ist schon Geld, wenn es um das Leben ihres Mannes geht? Aber sie ist nicht frei in ihrer Entscheidung. Hin- und hergerissen zwischen Hoffen und Bangen wendet sie sich an den Rat, ihren Mann freikaufen zu dürfen. In letzter Minute versucht sie, die guten Kontakte zu einzelnen Ratsmitgliedern für ihren Mann zu nutzen. Doch dem Rat geht es nicht um Einzelschicksale, sondern ums Prinzip. Kein Lösegeld für einen Bürger, und sei er auch noch so reich oder angesehen in der Stadt. Nürnberg darf nicht erpressbar sein. Das wäre ein Zeichen der Schwäche und das falsche Signal an alle Raubritter. Anna Grün konnte ihren Mann nicht retten. Bis zu seiner Volljährigkeit erhält ihr Sohn einen vom Rat bestellten Vormund, der auch die Geschäfte der Firma treuhänderisch leitet. Annas Geschäftsführung findet ein abruptes Ende, weil sie die Geschäfte im Namen ihres Mannes tätigte, dem sie dafür auch Rechenschaft ablegen musste. Für ihren minderjährigen Sohn darf sie nicht handeln. Es gibt nur einen Grund, warum Frauen Geschäfte tätigen dürfen. Damit der Geschäftsgang nicht zum Erliegen kommt, wenn der Mann auf Handelsreise ist. Also weil ich mir dann, ja, es ist unmöglich. Sie hat mich bedrängt. Sie hat mich belästigt. Der Rat gibt Hieronymus Grün und seine Gefährten verloren. Nürnberg lässt sich nicht erpressen. Mit dem Plackerunwesen will und muss der Rat ein für allemal Schluss machen. Dafür ist er bereit, ein Vielfaches des geforderten Lösegeldes zu investieren. Ein Feldhauptmann wird verpflichtet, 500 Söldner anzuwerben und ins Altmühltal auszurücken. Ihr Auftrag ist es, das Räubernest der Muracher auszuräuchern, die Raubritter aufzubringen und andere Strauchdiebe damit abzuschrecken. Die Nürnberger Stadtknechte leisten ganze Arbeit. Den Sitz der Muracher, die Burg zu Flügelsberg, machen sie dem Erdboden gleich. Die Raubritter werden hingerichtet und der Rat sorgt selbst dafür, dass das auch überall bekannt wird.
Eigentlich verbietet der geltende Landfriede Selbstjustiz, aber es gibt keine Ordnungsmacht, die diesen Landfrieden überall und auf Dauer durchsetzen kann. Daraus leiten die Nürnberger das Recht ab, selbst für Gerechtigkeit zu sorgen. Die Kaufleute handeln politisch. Aber sie bleiben natürlich in erster Linie Kaufleute. Das zeigt allein schon die Ausrüstung der Stadtsoldaten. Das Beste und Neueste, was die Nürnberger Ideen und Waffenschmieden herstellen können, führen sie mit sich. Darunter die raffiniert zusammengesetzten Strickleitern zum Erstürmen von Mauern. Eine Nürnberger Erfindung. Aus den Arsenalen der Stadt kommen Piken, Schwerter und Lanzen. Schier unerschöpflich sind Einfallsreichtum, Kunstfertigkeit und Menge des mitgeführten Kriegsgerätes. Wie teuer ein Kriegszug werden, wie lange er dauern darf und wie viele Männer dafür eingesetzt werden können, alles ist geplant und genau festgelegt. Eine andere Überlegung ist für den Rat mindestens ebenso wichtig. Jeder Krieg, jeder Kampf, in den die Nürnberger ziehen, dient auch dazu, neue Erfindungen praktisch zu erproben, die Überlegenheit der Nürnberger Waffen zu demonstrieren und damit Werbung für sie zu machen. Der materielle Wohlstand lässt auch ein neues Denken des Menschen über sich selbst entstehen. Den Humanismus. Und dieser Wohlstand bringt auch eine ganz neue Kunst hervor. Die Renaissance. Zunächst zaghaft andeutend, wird sie schließlich vollkommener Ausdruck menschlichen Selbstbewusstseins. Zu beiden Seiten bewachen in zeitgenössische Rüstung gekleidete Heiligenfiguren die Mitteltafel des von Albrecht Dürer gemalten Altars. Sie tragen Züge von zwei Angehörigen der Nürnberger Stifterfamilie Paumgartner. Im Zentrum des Altars lässt sich die gesamte Familie Paumgartner miniaturhaft klein in das heilige Geschehen der Geburt Jesu hineinmalen. Die Frömmigkeit, die Hingabe der Familie Paumgartner an die göttliche Botschaft, das ist die Aussage dieses Altars. Es scheint aber fast, als ob die Stiftung des Altars ein Vorwand wäre, das Abbild der eigenen Familie in Auftrag zu geben. Die Porträtmalerei will die dargestellte Person möglichst lebensecht wiedergeben. Damit soll ihr Andenken bewahrt werden. So hat die Person tatsächlich einmal ausgesehen. Keinem Maler vor Dürer ist es jedoch gelungen, in der Art der Wiedergabe einer Person ihr Wesen, deren Charakter zu offenbaren. Wenn Dürer sich in seinem berühmten Selbstporträt ebenbildlich und zugleich wie eine Ikone Christusähnlich darstellt, ist das keine Anmaßung, sondern der Versuch, das Denken des Humanismus auf den Punkt zu bringen. Die Gottesähnlichkeit des Menschen ist die Voraussetzung dafür, das Wesen aller Dinge erkennen zu können. In Nürnberg begegnen sich das Wissen der Zeit und bestes handwerkliches Können. Daraus entstehen hochpräzise Gerätschaften wie Astrolabien, die dazu dienen, Himmel und Erde zu vermessen. Der Mathematiker und Astronom Regio Montanus findet in Nürnberg, was er gesucht hat. Die Geräte, die er für seine Berechnungen benötigt, und Gelehrte, mit denen er sich austauschen kann. In Nürnberg entstehen der Taschenkompass und die tragbare Sonnenuhr. Hilfsmittel, sich in der Welt zurechtzufinden. Spöttisch heißt es in Venedig, Deutschland ist blind, Nürnberg sieht auf einem Auge. Abstraktes Wissen jenseits der eigenen Erfahrung hilft, sich ein Bild von der Welt zu machen.
Der Globus als Modell der Erde bleibt eine abstrakte Vorstellung, bis Vasco da Gama die Erde umsegelte. Noch davor, im Jahr der Entdeckung Amerikas 1492, entsteht der Nürnberger Globus. Auch ihr Stadtrecht, das, was für die Nürnberger und in Nürnberg gelten soll, richten die Nürnberger nach dem neuen Denken aus. Die Neufassung der Rechtsverhältnisse nennen sie Reformation. Reformation, das ist das große Modewort der Zeit. Es hat nichts, noch nichts, mit Luther zu tun. Reformation meint ganz wörtlich Wiederherstellung. Die Welt mit all den Neuerungen ist aus den Fugen geraten, so scheint es. Dabei ist es der Mensch selbst, der die Welt verändert, mit seinen Erfindungen, seinen Entdeckungen und mit dem Bild, das er sich von der Welt macht und von sich selbst. Dem tragen die Nürnberger Rechnung, indem sie ihr Gemeinwesen neu organisieren. In 1479 arbeitet eine Kommission des Rates das neue Stadtrecht, die Reformation, aus. Darin wird ein für alle Mal festgelegt, welche Rechte und Pflichten in der Stadt gelten sollen. Für Einheimische, aber auch für Fremde. Der Rat lässt die Reformation drucken. Zum ersten Mal überhaupt findet ein Stadtrecht Verbreitung in gedruckter Form. 40 Exemplare bittet sich der Rat der Stadt aus. Etliche 100 Exemplare sind für den freien Verkauf bestimmt. Jedermann kann jetzt nachlesen, was Recht ist. Das schafft Rechtssicherheit und trägt bei zur Ordnung in der Stadt. An den Machtverhältnissen in der Stadt ändert diese Reformation allerdings nichts. Dem Rat geht es aber auch nicht nur um die Ordnung in der Stadt. In hoher Auflage wird der Text dieser Reformation im ganzen Reich verbreitet. Sie wird zum Vorbild für viele weitere Städte und mehrt den Ruhm Nürnbergs. Zu Nürnberg heißt es, herrsche eine gute Polizei, was nichts anderes heißt als, hier wird eine gute Innenpolitik gemacht. Die Nürnberger Reformation ist der Anfang. Ihr folgen, daraus abgeleitet, unzählige Verordnungen und Erlasse, die der Rat ebenfalls drucken lässt. Die Verhältnisse in der Stadt sollen bis ins Kleinste geregelt sein. Jeder muss wissen, woran er sich zu halten hat. Almosen und Kleiderordnungen, Arzneivorschriften für Ärzte und Apotheker, Handwerkerordnungen. Und deren Einhaltung muss ständig kontrolliert werden. Sag mir jetzt das Buch. Das Buch. Als Gewerbepolizeibehörde dient das 1470 geschaffene Rugamt. Städtische Kontrolleure überwachen Produktionszahlen und Materialbedarf einzelner Gewerke. Die Reformation und all die vielen Erlasse und Bestimmungen dienen nur einem einzigen Zweck: die inneren und äußeren Bedingungen zu schaffen, damit Handel und Gewerbe, Wissenschaft und Kunst gedeihen können. Dahinter steht vor allem die Lebenserfahrung weltgewandter Kaufleute, die gelernt haben, dass man für Neues offen sein muss. Alles muss sich ändern, damit es bleiben kann, wie es ist. Diese Erfahrung paart sich in idealer Weise mit dem neuen Denken. Nämlich, dass das menschliche Streben nach Wissen und neuen Fähigkeiten über das reine Erfahrungswissen und die Tradition hinausgehen muss. Und dieses neue Denken schlägt sich auch in dem nieder, was man die Rechtsordnung der Stadt nennen könnte. Fortan orientieren sich die Abertausende von Einzelentscheidungen und Anordnungen an allgemeinen Prinzipien und Verfahren. Sie schreiben nicht einfach nur bestehende Regelungen fort. So viel Freiheit wie möglich, so viel Beschränkung wie nötig. Dieses eherne Gesetz bringt das neue Menschenbild des Humanismus auf den Punkt. Lucrezia hat nur 3 Groschen verdient. Sie war krank. Was zur Stabilität und zur inneren Ruhe der Stadt beiträgt, verdient Beachtung und bedarf der Kontrolle. Folgerichtig gründet der Rat einen Ort käuflicher Liebe für Unverheiratete. Isabella.
Auch hier gibt es strikte Regeln. So gilt für die Frauen eine Kleiderordnung. Ein gelbes Tuch kennzeichnet sie als städtische Prostituierte. Als solche genießen sie Rechtsschutz, müssen sich aber den strengen Kontrollen unterziehen. Wie siehst du denn aus? Wo ist dein Tuch? Einmal in der Woche muss zum Beispiel gebadet werden. In regelmäßigen Abständen wird die Bettwäsche gewechselt und wer krank ist, darf nicht arbeiten. Die Einrichtung eines Frauenhauses ist der Ausgleich dafür, dass die jungen Burschen in den geschlossenen Gewerken die Stadt nicht verlassen dürfen. Wie sieht's denn hier aus? Werden verheiratete Männer beim Besuch des Frauenhauses erwischt, drohen ihnen drastische Strafen. Was ist hier so nass? Hier läuft was aus, hier in der Nachttopf. Die Einrichtung eines Frauenhauses, eines städtischen Bordells, ist für den Rat der Stadt kein moralisches Problem. Dass sich käufliche Liebe auch mit den striktesten Verboten nicht aus der Welt schaffen lässt, das weiß auch der Rat. Das Frauenhaus in die öffentliche Ordnung der Stadt mit einzubeziehen, ermöglicht einerseits Kontrolle, verschafft dem Rat zusätzliche Einnahmen und sorgt für Ruhe in der Stadt. 1504 geht in Nürnberg ein Schreiben König Maximilians I. ein. Er bittet um Unterstützung im Kampf um die Erbfolge in Bayern-Landshut. Im Gegenzug verspricht er 40.000 Gulden und die Stadt Lauf als Besitz. Höret, wir Maximilian von Gottes Gnaden, römischer König. Dem Wunsch des Königs kann sich der Rat der Reichsstadt Nürnberg unmöglich verschließen. Aber wenn sie schon in eine kriegerische Auseinandersetzung hineingezogen werden, soll es sich lohnen. Die Mitglieder des Rates entwerfen eine eigene Strategie. Sie wollen das königliche Hilfsgesuch nutzen, um das eigene Territorium über den versprochenen Zuwachs hinaus abzurunden. Der wohl überlegte Einsatz, 19 Geschütze, 36 Hakenbüchsen und 3 Riesengeschütze mit Mannschaft. Die Nürnberger marschieren für den König und gewinnen. Vormals zu Bayern-Landshut gehörende Städte und Ämter wie Altdorf, Lauf, Hersbruck, Hohenstein fallen an die Reichsstadt. Ein geschlossenes Territorium entsteht. Wohlkalkuliert gelingt es dem Rat, das Gebiet der Stadt Nürnberg um genau so viel Land zu erweitern, dass die städtische Bevölkerung optimal versorgt werden kann. Das Risiko bleibt überschaubar, der Nutzen ist gewaltig. In Nürnberg vollzieht sich im 15. Jahrhundert ein grundlegender Wandel. Aus dem Bestreben für Handel und Gewerbe, einen möglichst ungestörten Lauf zu gewährleisten, entsteht der Zwang zu staatlichem Handeln. Trotz oder gerade wegen seiner rasanten Entwicklung bleibt Nürnberg ein an Ausgleich und Kontinuität orientiertes Gemeinwesen. Darauf sind die Nürnberger heute noch stolz.